Hey Ladies and Gentlemen, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebell News. Die News, die News, die News, die... Ihr habt gedacht, jetzt kommt alte Jingle. Nein, jetzt kommt neue Jingle. Die News, die News, die News. Ah, fuck. DJ Wati, Alter, ich bin gerade eine News-Folge am... Du bist jetzt in dem... Okay. Die News, Ladies and Gentlemen, DJ Wati wurde nach der Rebell Comedy Show verprügelt. Tür zu, danke. Was gibt's für News, Ladies and Gentlemen? Der deutsche Basketballspieler Dennis Schröder hat seinen Vertrag bei den Atlanta Hawks um 4 Jahre verlängert. Ein deutscher Basketballspieler bei der NBA. Der junge Mann kommt aus Braunschweig, hat gambische Wurzeln. Das heißt, er kommt, also die Wurzeln Gambia. Das hat nichts mit Gambas zu tun. Keine Meeresfrüchte, Gambia. Hier oder da seht ihr jetzt Gambia. Und hat dann auch gesagt, Atlanta ist sein Zuhause, Deutschland ist seine Heimat. Wie geil ist das, dass er das auch noch sagt? Deutschland ist seine Heimat und hier in Deutschland kennt den kaum einer. Kennst du Dennis Schröder? Hä? Wer? Gerhard Schröder. Dabei ist er so ein krasser Superstar in den USA. Er ist das beste Exportprodukt aus Deutschland, was gerade in den USA irgendwie in den Medien rumläuft. Er ist voll der Superstar. Also besser als Waffenexport, wofür Deutschland eigentlich bekannt ist. Der ist auch eine Waffe, aber der ist so eine Waffe, die richtig punktet. Er schießt Körbe die ganze Zeit. Pah! Point Guard, also Aufbauspieler, er sorgt für den Aufbau, er dirigiert den ganzen Rest aus der Mannschaft. Er ist so das Navigationssystem im Team. Alle sagen, okay, wir wollen heute zu dem Korb da hinten gehen. Und er sagt, in 200 Metern rechts, Bruder, ja. Dennis Schröder ist also gerade in der NBA so ein Superstar, wie es damals schon Dirk Nowitzki war und bis heute auch noch ist. Und bei Dirk Nowitzki waren wir alle voll stolz. Ja, Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki, Diba, Diba, du. Dirk Nowitzki ist überall. Ey, bei Dennis Schröder müssen wir noch mehr abgehen. Der ist voll das geile Bild für die. Die denken so, Deutschland, ja. Und dann sehen die Dennis Schröder, das ist richtig geil. Ich finde das super. Ich finde, das ist ein unglaublich gutes Bild, was Deutschland da im Ausland abliefert. Und an dieser Stelle, Dennis Schröder, Rebell Comedy wünscht dir viel Glück und viel Erfolg in der NBA und mach mal Plätze klein in der ersten Reihe. Ganz anderes Thema. Zurzeit tagt in Marrakesch die UN-Klimakonferenz. Das heißt, sie treffen sich da und müssen halt gucken, wie können wir die Treibhausgase bremsen, wie kann der CO2-Ausstoß etwas gebremst werden, wie können wir alles regulieren, damit der Klimawandel nicht zu sehr auf uns einwirkt, ja? Damit nicht zu viel hier Polkappen schmelzen, Erderwärmung hier, Leute stinken. Das ist zu viel, ja? Überall Leute schwitzen einfach. Warum? Erderwärmung ist da. Jetzt stellt man sich die Frage, warum in Marrakesch, ganz ehrlich, einfach beste Essen und mein Onkel hat alle eingeladen. Der hat gesagt, kommt, ich habe sowieso genug, ganz Familie und dann die ganzen Delegierten, ganz UN, alle sind da, Familie halt. Das Ding ist aber, Leute, worauf ich hinaus will, ihr müsst euch bewusst werden, dass gerade sowas passiert, wie der Klimawandel. Es ist keine Lüge, es passiert halt einfach, da gibt es reichlich Studien und viele Leute können es beweisen. Ich habe Tizi dabei, der kann es auch beweisen. Sag den Leuten, dass es stimmt. Ich kann das ganz genau beweisen, meine Damen und Herren. Kennst du diesen Punkt, wenn du im Supermarkt bist, ja, und die drucken den Bon aus? Ja. Du brauchst den Bon aber überhaupt nicht. Wozu brauchst du den Bon? Du meinst Kassenzettel. Du musst aufpassen. Manche Leute denken bei Bon was anderes. Ich brauch den nicht. Also, warum drucken die den Kassenzettel? Und manche Leute haben das schon gemacht. Bei zum Beispiel, bei gibt es nie einen Kassenzettel. Die fragen, brauchst du den Bon, den Kassenzettel? Nein, brauche ich nicht. Dann drucken sie den gar nicht erst aus. Mhm. Es ist so einfach, Umwelt zu schützen. Weißt du, warum nicht? Das heißt, weniger Papier produzieren, richtig, heißt weniger CO2-Ausstoß, heißt keine Polkappenschmelzung. Keine Polkappenschmelzung. Vielen, vielen Dank, aber sag den Leuten nochmal, Klimawandel stimmt. Klimawandel stimmt. Dankeschön, Tizi, Gastreporter. Zu diesem Thema noch ein kleiner Tipp. Schaut euch die Doku von National Geographic Before the Flood an mit Leonardo DiCaprio. Obama ist am Start, alle sind am Start, Cousins sind am Start. Schaut es euch an, sehr, sehr informativ. Und apropos Flut, Rebell Comedy übernimmt gerade alles. Ja, wir überfluten ganz Deutschland. Sich das zu Hause anschauen, abonniert den Channel, liked, teilt, kommentiert, spuckt drauf. Deshalb gönnt euch Tickets für die Lachmatt-Tour und wie ihr es hört, da läuft gerade der Soundcheck und ich muss in 10 Minuten auf die Bühne. Deshalb, ich bin raus. Khalid Bonoir. Klimawandel ist 2016. Ist da.